Hallo zu einem neuen Vlog von mir. Ja, heute ist Mittwoch und ich melde mich heute erst wieder. Ich wollte mich ja eigentlich letzte Woche bei euch melden und euch ein Unboxing zu meinem Thermomix machen. Aber ich wurde krank. Ja, irgendwie immer, wenn ich Urlaub habe, werde ich richtig krank. Mich hat voll die Erkältung erwischt und ja, deswegen konnte ich leider kein Video dazu drehen. Ich habe aber meinen Thermomix letzte Woche Dienstag bekommen und ja, ich freue mich da immer noch megamäßig drüber. Ich konnte euch halt jetzt leider kein Video dazu drehen, aber ich kann ihn euch auch mal zeigen. Da ist mein Thermi, so wie wir ihn immer nennen. Und ja, ich habe hier noch die Schutzfolie drauf, also nicht wundern. Und ich bin mega happy damit. Ich habe bis auf gestern, glaube ich, jetzt jeden Tag damit gekocht. Gestern gab es nur Salat. Für mich und für den Philipp und M, sage ich schon wieder die ganze Zeit. Und meine Mama hatte mir Schnitzel mitgebracht, die ich nur warm machen musste. Aber so habe ich jetzt jeden Tag irgendwas mit dem Thermomix gemacht. Ich liebe das Teil einfach. Heute machen wir damit Paprikahähnchen mit Reis. Da freue ich mich auch schon drauf. Und da möchte ich euch auch gerne mitnehmen. So als, ach, Entschuldigung, dass es kein Unboxing dazu gab. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Unboxing. Unboxing, ja. Ich glaube, das klingt bei mir einfach doof, weil ich meinen fränkischen Dialekt so auch habe. Ja. Richtig gesund bin ich immer noch nicht. Ich habe es irgendwie noch ganz leicht in den Nasennebenhöhlen. Ich merke das halt immer noch, vor allem morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn mein Körper ein wenig runterfährt. Ich hoffe jetzt einfach, dass es die Woche noch besser wird und ja, es hat mich halt mega geärgert. Da habe ich eine Woche Urlaub mit dem Philipp zusammen und dann liege ich flach, wirklich. Das war für mich das Schlimmste eigentlich, weil ich hätte so gern irgendwas mit ihm gemacht, ja. Und wenn es nur eine kleine Fuhrradtour vor allem, Fahrradtour gewesen wäre. Irgendwas wollte ich machen, aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Ich war echt richtig kaputt. Und ja, das hat mich schon gescheit geärgert. Das muss ich schon so sagen, wie es ist. Und ja, da bin ich dann immer froh, wenn ich mal ein Video vorgedreht habe. Das Aufgebraucht-Video war ja vorgedreht. Und ich habe heute auch zwei Videos für euch gedreht. Und zwar wieder ein Aufgebraucht. Das ist jetzt das vom Mai. Und einen kleinen DM-Haul. Und irgendwie habe ich wieder voll den Sprachfehler gehabt im DM-Haul. Ja, ich habe mich die ganze Zeit versprochen. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen so zurechtschneiden, dass es nicht ganz so dolle auffällt. Ja. Genau, das wollte ich euch kurz erzählen. Ich habe jetzt heute vor, mit euch zusammen einen Schrank auszusortieren und auszumisten. Denn da ich ja jetzt den Thermomix habe, brauche ich keine Küchenmaschine mehr. Und ich hatte aber eine. Ich kann es euch ja mal zeigen. Und zwar diesen Schrank hier. Nicht erschrecken. Der Schrank ist Chaos pur. Den möchte ich ausräumen, auswaschen, aussortieren. Und ja, dabei wollte ich euch mitnehmen. Das möchte ich dann später machen. Jetzt muss ich aber dann erstmal den Fili abholen und mit dem Roy Gassi gehen. Und genau. Ja. Einkaufen war ich heute auch schon. Bei Netto gibt es jetzt solche Gemüsenetze und Obstnetze. Da habe ich mir mal eine Packung gekauft. Ich kann euch das mal zeigen. Das liegt da nämlich so unscheinbar rum, dass man es fast nicht sieht. Das finde ich eigentlich ein wenig schade, dass man die nicht so gut sieht. Das sieht so aus und das sind drei Stück drin. Die habe ich mir gekauft und habe sie dann gleich benutzt. Ich habe hier drei Äpfel gekauft und so einen Kopfsalat. Der Philipp fährt im Moment voll auf Salat ab. Und ja, genau. Das ist jetzt so der Plan für heute, mit euch den Schrank auszusortieren und heute Abend das Paprikahähnchen mit Reis mit euch zu machen. Und eine Limonade wollte ich später noch machen. Ich verfolge ja die All About Anna auf Instagram und die hat ein Bild gepostet mit der Zitronenlimonade und hat geschrieben, die schmeckt mega gut und die möchte ich gern nachmachen. Ja, das Rezept habe ich mir schon rausgesucht. Ich mache das meiste mit dem Cookie Duo. Und ja, ich finde es einfach nur mega praktisch, aber ja. Ich finde es einfach nur geil. Ich habe eine App am Handy, die Cookidoo-App. Da kann ich mir die Rezepte raussuchen. Da kann ich mir dann auch eine Einkaufsliste einrichten. Danach gehe ich dann einkaufen und dann mache ich das. Sind die gleichen Rezepte auch auf dem Thermomix. Und dann muss ich nur draufklicken und dann mache ich es. Also ja,
mir ist halt aufgefallen, dass ich echt mega gerne mit Rezepten koche und darum ist, glaube ich, der Thermomix für mich prädestiniert, weil ich das echt gern mache, nach Angaben irgendwas zusammen zu schneiden und ja, genau. Jetzt gehe ich aber erstmal Gassi und würde sagen, wir melden uns dann wieder. Und jo, bis dann. Wir sind jetzt wieder zu Hause und wir machen jetzt als erstes mal die Zitronenlimonade. Und ich zeige euch das mal so ganz kurz. Ich stelle mal die Kamera so. Das ist jetzt dieses Menü. Ich hoffe, dass man es ein bisschen erkennen kann. Ja. Ich habe euch jetzt mal die Kamera hingestellt, dass man es ein bisschen erkennen kann. Das ist jetzt dieses Menü, wo man halt dann alles machen kann. Hier kann man zum Beispiel die Waage, wo man die Funktionen auch mal manuell ausführen kann. Oder auch hier mit der Uhrzeit und so, das ist dann auch manuell sozusagen. Und das ist dieses Cookie Duo. Und ich habe hier meine Liste. Und bei meinen Rezepten habe ich eine Merkliste. Das sind, glaube ich, mittlerweile 60 Rezepte drin, die ich einfach mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich noch eigene Rezeptlisten. Und zwar eine, wo ich Sachen rein habe, die lecker waren. Hier unten meine. Für den Dennis habe ich auch eine angelegt. Und eine backen. Weil der Dennis ist auch mit meinem Cookie-Doo angemeldet. Und jetzt geht meine Stimme wieder weg. Ja, aber ich mache jetzt die Zitronenlimonade. Ich habe aber oft voll die Probleme, die Sachen zu finden. Muss ich so sagen, wie es ist. Jeps. Wo ist es denn? Wahrscheinlich ganz unten, ne? Ja, die will ich jetzt machen. Genau. Da ja die Rezepte in den Urheberrecht unterliegen, wollte ich sagen, ey, ich habe echt Probleme mit den Wörtern. Zeige ich euch jetzt das Rezept nicht. Das soll man einfach die Zitronen in den Mixtopf schmeißen. Alter Kreisverwalter. Naja, machen wir das halt mal. Und genau, das mache ich jetzt mal. Ich bin mega gespannt, wie das schmeckt. Und ich bin wieder nicht im Fokus. Und wenn das dann soweit ist, machen wir den Schrank zusammen, weil ich will das heute machen, weil ich habe keinen Platz für den Varoma. Der steht jetzt nämlich immer hier und das nervt mich voll. Und auch das Gar-Einsätzchen und so. Ja, das muss nämlich da unten in den Schrank rein. Aber jetzt mache ich erstmal Zitronenlimonade. Ich freue mich voll drauf. Ich sag euch gleich, wie es schmeckt. Und dann sortieren wir den Schrank aus. Die Limonade ist fertig. Das sieht jetzt so aus. Das hat nicht ganz so reingepasst. Darum habe ich mir schon mal was in ein Glas gefüllt. Und ich habe nur ein Problem. Und zwar, dass da kleine Bröckchen jetzt... mich sieht man gar nicht. Dass jetzt kleine Stückchen drin sind. Aber ich sieb mir das einfach. Ich mag nicht, wenn irgendwo Stücke drin sind, egal welcher Art. Ich mag das einfach nicht. Aber es schmeckt mega lecker. Ich bin voll begeistert. Und ja, voll cool, echt. Also... Und es ging voll schnell, das hat keine 5 Minuten gedauert. Ja, aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt an, den Schrank auszuräumen. Ich habe den Tisch hier so schon so gut wie es geht frei gemacht. Und ja, ich würde sagen, hallo Chaos. Ich räume das jetzt mal alles raus. Ich würde euch gern irgendwie platzieren, dass ich das mitfilmen kann. Das Problem ist aber, wenn ich hier sitze, ist kein Platz mehr für die Kamera. Deswegen... melde ich mich gleich wieder bei euch, wenn der Schrank leer ist. Der Schrank ist jetzt leer. Rup, der ist so riesig und ja, ich finde auch irgendwie wegen nicht so günstig. Ich hätte ja gern die Küche eigentlich anders. Und jetzt nicht erschrecken. Das war da alles drin. Alles, was hier steht, hier und hier und hier. Da drüben habe ich auch ein paar Sachen hingestellt. Und ja. Die Maschine kommt auf jeden Fall weg. Die habe ich mir mal beim Lidl, glaube ich, oder so gekauft. Das ist so eine Küchenmaschine mit so einem Teil hier. Und dann habe ich hier noch so eine Bosch-Maschine, so eine Rührmaschine. Und die möchte ich eigentlich auch wegtun. Ich möchte mal den Dennis fragen, ob er eine braucht. Und ja, die kommt dann wahrscheinlich auch weg. Und das muss ich aber jetzt zusammen machen. Also ich habe jetzt hier schon alles rein, was zu der Maschine gehört.
Und das muss ich dann bei der auch noch machen. Da hole ich mir dann noch eine Tasche und ja, jetzt räume ich das mal alles wieder ordentlich ein. Alles wieder da rein und dann gucke ich mal, wie viel Platz ich übrig habe oder wie das Ganze dann aussieht. Das zeige ich euch dann jetzt gleich, wenn ich, was heißt jetzt gleich, wenn ich dann soweit bin. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Hier oben habe ich noch ganz viel Platz frei und hier unten habe ich ein bisschen gequetscht, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Die Maschine habe ich jetzt trotzdem nochmal mit reingestellt und ja, da habe ich halt viel ineinander gestellt. Das ist blöd, dass man das nicht sieht. Versuche mal, die Kamera heller zu machen. Ja, jetzt. Also, ich mache das mal so. Da habe ich halt jetzt echt viel aufeinander gestellt. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Sachen brauche ich nur total selten. Mein Handrührgerät werde ich auf keinen Fall hergeben. Das kann man immer mal gebrauchen. Und ja, wie gesagt, die Rührschüssel habe ich jetzt auch mal noch behalten. Weil man weiß ja nie, ne? Außerdem, vielleicht wird es der Dennis und ja, da stört es ja jetzt erstmal keinen. Und da möchte ich jetzt dann, muss ich mal hier aufmachen, die Sachen von hier einräumen. Das sind diese Konigsformen von Ikea, glaube ich. Genau, die will ich da reinräumen, weil die braucht man nicht so oft. Ja, genau. Und dann passt da der Varoma mit rein. Das ist jetzt das Nächste, aber ich muss erstmal Abendessen machen. Weil ich habe gedrödelt, muss ich so sagen, wie es ist. Und genau, deswegen, ja, muss ich jetzt erstmal pausieren. Und bis ich dann das mache, wie gesagt, das kommt da drüben rein. Und dann habe ich das hier mit dem Varoma und alles so auf einem Griff. Und genau, aber jetzt gibt es erstmal Essen. In der Zeit, wo der Thermi jetzt kocht, habe ich das mal gemacht. Ich habe das alles hier oben eingeräumt, wie man sehen kann. Und habe hier den Varoma reingestellt. Dieses Garkörbchen habe ich im Moment in Benutzung, aber ja, so gefällt mir das Ganze jetzt noch nicht. Also ich will mir da noch was anderes überlegen, weil irgendwie finde ich, ist dieser Höhenverlust Platzverschwendung. Aber mal sehen. Ich habe jetzt hier sogar noch ein kleines bisschen Platz, wie man kennen kann, hier vorne in dem Bereich. Ja, ich habe schon überlegt, wenn ich den Varoma hier reinstelle, so, dann hätte ich hier Platz und könnte vielleicht diesen Milchkarton... Oh, jetzt ist mein Siri angegangen. Den Milchkarton da mit reinstellen, dann steht er nicht immer da oben rum. Oder mein Mehl und Zucker und so. Ja, da hängt meine Tasche raus. Habe ich gerade so im Ofen gesehen. Ja, aber da bin ich jetzt am Überlegen. Aber in der Regel mache ich ja sowas immer, dass ich das jetzt erstmal so lasse. Und dann denke ich darüber nach. Und dann mal sehen. Ja, genau. Und hier wird gerade gekocht. Sieht ein bisschen wüst aus, auch mit den Netzen hier, das ist, da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ich habe jetzt schon mal einen Topf vorbereitet, wo ich dann alles reinmache, weil ich möchte im Thermomix auch, ich filme voll daneben, ich sollte mal in die Kamera schauen, was ich mache. Ich will im Thermomix nämlich auch den Reis kochen und ich denke, dafür brauche ich den Einsatz hier, da ist jetzt noch das Fleisch drin, mit Zwiebeln angebraten und ich wollte das dann alles in den Topf reinpacken. Dass ich dann da noch Reis kochen kann, weil die, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich ein wenig zu doof zum Reiskochen war und ich erhoffe mir jetzt, dass der Thermomix das besser macht. Jetzt zeige ich mich mal wieder, weil dann kann ich halt irgendeinen Schwachsinn rumfilmen. Oh, meine Haare. Ja, also ich hoffe halt, dass ich das mit dem Thermomix hinbekomme, weil ich habe nur noch solchen Reis daheim. Der will nämlich jetzt eigentlich, dass ich den Reis so koche, aber das lasse ich jetzt. Ich möchte das im Thermi machen. Und wenn ich das Hühnchen mit dem Paprika in den Topf gebe, kann ich es da ja auch noch warm machen. Und genau. Von der Zitronenlimonade habe ich nochmal einen rausbekommen. Ich habe einfach Gaudi halber da nochmal Wasser und Zucker rein und habe das nochmal gemixt. Und es schmeckt genauso wie die erste, also voll geil. Jetzt habe ich 2 Liter Zitronenlimonade. Dem Philipp schmeckt es nicht. Aber okay, gut, mir schmeckt es und ich trinke das jetzt und ja. Es ist halt immer noch alles ein wenig wüst. Ich muss mich erst noch ein wenig einspielen, wie ich das immer alles mache. Und ja, aber was ich halt jetzt mega cool fand, dass ich hier nicht aufpassen muss. Ich habe jetzt das gemacht, ohne dass mir was anbrennt oder ja, dass ich was versemmel. Ich bin eigentlich nicht so dumm zum Kochen. Also das möchte ich jetzt so nicht dastehen lassen. Außer beim Reis vielleicht.
Ich kann mittlerweile sogar Fischstäbchen anbraten, ohne dass die kacke werden, weil das war auch nicht so meine Spezialität, aber mittlerweile kann ich's. Learning by doing, sage ich da nur, manche Dinge muss man einfach immer und immer wieder machen und irgendwann klappt es einfach. Aber es ist für mich schon eine Erleichterung, muss ich schon irgendwie sagen, weil, ja, ich mag es zum einen nach Rezept zu kochen und zum anderen, ja, mir macht es irgendwie voll Bock. Genau. Ich will noch so Obats da machen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da habe ich auch schon alles für gekauft. Aber ich denke, das mache ich morgen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, jetzt warte ich erstmal ab, wie das schmeckt. Es riecht auf jeden Fall schon sehr, sehr lecker. Genau. Ich würde dann sagen, ich melde mich dann nochmal. Der ist jetzt bei 100 Grad. Dann wird es hier rot angezeigt, dass man sich halt nicht verbrannt. Aber ich habe mich geschnitten. Das kann ich euch noch zeigen. Also ich zeige euch nur, wo hier am Finger. In dieser Einbeuge. Und zwar habe ich den Topf sauber gemacht und bin da an dem Rand hingekommen. Und dann habe ich mir hier reingeschnitten. Ich habe es erst gar nicht bemerkt. Erst als das Blut lief. Und dann dachte ich mir, super. Ja, ich warte jetzt noch 3 Minuten und tue ein bisschen wieder aufräumen. Ja, und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn der Reis fertig ist, wie der geworden ist. Weil da bin ich echt mega gespannt. Ich liebe ja Reis. Ich könnte auch einfach jeden Tag, naja, wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber oft einfach nur Reis mit Sojasauce essen. Das finde ich mega lecker. Einfach Reis mit Sojasauce. Naja gut, ich sag mal bis gleich und bis gleich. Also, so sieht jetzt der Reis aus. Das hat voll gut geklappt. Ich habe aber das Programm 2 Minuten vorher beendet, weil da stand für Reis, der 12 Minuten Garzeit hat und der hat nur 10 Minuten. Und das ist das Paprika-Hähnchen und es schmeckt mega lecker. Ich freue mich da jetzt richtig drauf, das zu essen und würde sagen, ich melde mich nach dem Essen wieder. Ich bin fertig mit Essen. Der Philipp wollte jetzt nichts. Und es war so lecker. Ich würde voll gern weiter essen, weil es so gut war. Aber wenn man voll ist, muss man aufhören. Ja, mega lecker. Und ich glaube, das reicht für morgen auch nochmal. Das heißt, Spaghetti Bolognese gibt es erst übermorgen. Vielleicht mache ich es dir trotzdem, okay? Mal gucken. Oder ich friere es dann ein oder so, weil der Philipp hat sich Spaghetti Bolognese gewünscht. Genau, wir gucken einfach mal, wie wir das machen mit der Bolognese. Und ja, ich glaube, ich hab euch heute lang genug zugetextet. Deswegen beende ich den Vlog jetzt an der Stelle. Und wünsche euch alle noch einen schönen Feiertag, weil morgen ist ja ein Feiertag, wenn ich das hochladen möchte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!